DHL, Dolcy Hillblom Lynn, 3 Studenten aus San Francisco. Ihr Einfall, Ladungs- und Schiffspapiere per Flugzeug zum Zielort zu transportieren, um so teure Liegezeiten im Hafen zu verkürzen. Eine Idee war geboren, genial und plausibel, vor fast 30 Jahren. Profitabel für die Reedereien und Urkeim für den Expressdienst DHL. Inzwischen hat DHL fast 1 Million Firmen rund um den Globus für diese nunmehr ausgebaute Idee gewinnen können und ist damit zum weltweit größten internationalen Expressdienst herangewachsen. Unterstützt durch starke und kompetente Partner wie Deutsche Lufthansa, Japan Airlines und Nissan Yavai. Der Transportservice gilt als konkurrenzlos, zuverlässig und schnell. Ein Ruf, der ein weltweites Kommunikationsnetz für den Transport von Informationen voraussetzt. Ein Kommunikationsnetz, das höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Innovation und technologischer Überlegenheit gerecht wird. DHL hat in der Deutschen Telekom einen Partner gefunden, der es versteht, seine hochmoderne Kommunikationstechnologie in Dienstleistungen optimal umzusetzen. Beide Unternehmen haben eine gemeinsame Philosophie. Alles im Interesse des Kunden. Der Service ist komplett. DHL holt die Sendungen beim Kunden ab, löst alle Formular- und Zollprobleme und liefert direkt beim Empfänger aus, quasi von Schreibtisch zu Schreibtisch. Knotenpunkte des weltweiten DHL-Netzes sind große Umschlagzentren, die sogenannten Hubs, die alle nationalen Verteilzentren miteinander verbinden. In Brüssel liegt jenes für Europa. Nacht für Nacht werden hier pro Stunde 80.000 Sendungen verteilt, verladen und zum Ziel geflogen. In den Ländern der Europäischen Union und den Wirtschaftszentren der USA erhält der Kunde die Sendungen bereits am nächsten Morgen. Mit dem Same-Day-Express-Service, DHLs schnellste Verbindung zu den Metropolen Europas und innerhalb Deutschlands, werden brandeilige Waren und Dokumente noch am selben Tag beim Empfänger ausgeliefert. Mit der kostenlosen Hotline 0130 82 81 80 kann der Kunde seine brandeilige Sendung sofort avisieren. Eine ungeheure Transport- und Informationslogistik steckt hinter dieser hohen Servicequalität. Über 50.000 Mitarbeiter, über 13.000 eigene Fahrzeuge, über 200 eigene Flugzeuge, über 2.000 eigene Niederlassungen in über 200 Ländern. Ein gewaltiges Räderwerk, das nur mit Hilfe modernster Dispositionssysteme reibungslos laufen kann. Mit der mobilen Datenanwendung D1 Alpha Service im TD1-Netz ist der stetige Transfer von Aufträgen und eingescannten Sendungsdaten zwischen dem Kurier und der DHL-Niederlassung gewährleistet. Kürzeste Versandzeiten und jederzeit online im Bilde sein. Die Sendungen bis zur Auslieferung verfolgen und einen lückenlosen Informationsfluss gewährleisten, lautet die Devise. Und die Krönung: Der Kunde kann selbstständig den aktuellen Status seiner Sendung abrufen. Kundendialogsysteme wie Shipment Processing System, ein modulares System mit Datendirektverbindungen zu DHL. Expressline, ein Tischgerät für den Datenaustausch mit DHL. Electronic Data Interchange, Informationsaustausch von Rechner zu Rechner. Oder die DHL Homepage im Internet erlauben dem Kunden zu jeder Zeit einen direkten Informationszugriff auf seine Sendungen. DHL setzt auf Datenübertragungssysteme der Deutschen Telekom. Auf neue Technologien, Voice over Frame Relay, Integration von Sprache in das Datennetz. Und auf das intelligente Netzmanagement, das über ein ausgeklügeltes Backup-System höchste Datensicherheit garantiert. Und nicht zuletzt, für DHL und Deutsche Telekom gilt gleichermaßen: Der Erfolg wird nicht allein von der Technologie bestimmt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es, die das technologisch Machbare ausschöpfen, motiviert und kompetent. Eine solide Basis, auf die sich beide Unternehmen hundertprozentig verlassen können.